So Freunde, willkommen zurück und es wird Zeit für mein Video zu dem Thema Trainingsbooster. Genauer gesagt geht es um NARC, das ich letzte Woche mal ein bisschen getestet habe. Ich habe ja ein Vorankündigungsvideo gemacht. NARC ist das neueste oder ist der neueste Schrei auf dem Supplement-Markt, was Trainingsbooster angeht. Die haben ja schon ein halbes Jahr vorher Werbung dafür gemacht. Soll angeblich besser als die alte Version von Jack 3D und Craze sein, als ultra krasser Mega-Pump, Mega-Focus-Booster angekündigt und kräftig Werbung dafür gemacht und Schweine viel Geld muss man auch dafür ausgeben. Und dementsprechend natürlich habe ich mir gedacht, teste ich mal das Ganze, wie wirkt es sich auf mich aus, beziehungsweise was ist mein Fazit dazu. Ich habe das Ganze in 3 Trainingseinheiten probiert. Habe mich da langsam reingesteigert. Am Anfang habe ich 1 Scoop genommen, also einen Messlöffel, da ist immer so ein Messlöffel dabei. Dann 1,5 und dann 2 Messlöffel. Und schwer das Ganze ein bisschen objektiv zu beurteilen. Trainingsbooster generell sind immer so eine individuelle, subjektive Sache. Es gibt manche Leute, die sind da eher resistenter dagegen. Es gibt manche Leute, die brauchen nur einen Messlöffel. Es gibt andere Leute, die brauchen etwas mehr. Und so weiter und so fort. Natürlich muss man das Ganze auch in Relation sehen zu den Kosten. Weil was bringt mir ein Trainingsbooster, wenn ich davon 10 Messlöffel nehmen muss, ja, und ich dafür 50 Euro zahlen muss und es hält nur 3 Einheiten, dann ist es ja auch völlig übertrieben und Quatsch. Ich habe das mal ganz so getestet, dass ich sage, es ist die subjektive Meinung eines Otto-Normalverbrauchers. Also ich habe das Ding auch gekauft. Also ich habe das jetzt nicht irgendwie gesponsert bekommen oder sowas, sondern ich habe dafür 45 Euro ausgegeben für 150 Gramm. Genau. Geschmack ist Orange Ice. Geschmack war okay, also schmeckt halt nach Orange. Und leicht bitterig, aber nichts Großartiges. Also kriegt man locker runter, sollte auch kein Problem sein. Hält für 30 Einheiten angeblich. Wobei ich gehe jetzt mal davon aus, dass 30 Einheiten mit einem Messlöffel sind. Also wenn man jetzt natürlich mehr braucht, wären es natürlich weniger. Also wie gesagt, ich hatte 3 Einheiten, habe mich langsam reingesteigert, was ich auch jedem empfehlen kann. Also achtet auf jeden Fall drauf, wenn ihr Trainingsbooster benutzt, die ihr vorher noch nie benutzt habt. Egal, ob sie jetzt als super toll krass oder als eher leicht deklariert werden. Lieber langsam reinsteigern, weil zu viel, wenn man dann abgeschossen wird, dann ist nicht nur die ganze Trainingseinheit weg, sondern auch wahrscheinlich der ganze Tag. Das kann natürlich nicht gut sein und deswegen in der Hinsicht auf jeden Fall versuchen, das Ganze ein bisschen verantwortungsvoller anzugehen. Ich muss sagen, bei einem Scoop und 1,5 Scoop habe ich leicht oder kaum was gemerkt, bei 2 Scoops oder bei 2 Messlöffel beziehungsweise bisschen mehr, aber das war's dann auch. Also es war jetzt nicht irgendwie was großartig Überragendes, was mich weggehauen hat. Man muss natürlich auch vergleichen mit dem, was ich schon kenne und was ich schon benutzt habe. Die Urversion von Jack 3D und, oder Jacked, heißt überhaupt Jack 3D oder Jacked? Ach egal. Und Craze habe ich natürlich nie probiert. Ich habe aber zu der Zeit, als noch die erste Version von Jacked oder Jack 3D auf dem Markt war, gab es auch andere Hersteller, die haben selbe Produkte auf dem Markt gehabt mit den gleichen Inhaltsstoffen und da hatte ich welche. Und ich weiß also, wie das ist mit diesem Fokus und so weiter und so fort. Und das hatte ich mit diesem Produkt auf jeden Fall nicht. Ich war leicht aufgedreht, leicht hatte ein bisschen mehr Energie. Der Pump war okay. Also ich würde jetzt nicht mal annähernd sagen, dass es irgendein super krasser, mega scharfer Pump war. Für den Pump ist Citrullin hier drin. Und ich finde, es ist halt recht wenig. Also wenn ich jetzt Citrullin benutze, dann nehme ich immer so 5-6 Gramm und da sind bei 2 Scoops nicht mal annähernd so viel. Deswegen hätte es mich auch sehr, sehr schwer gewundert. Also war auch nichts Herausstechendes. Ich kann jetzt natürlich auch 2,5 oder 3 Scoops nehmen, aber dann, wie gesagt, es steht nicht zur Relation. Ja, dann verbrauche ich das Ganze dringend für 10 Einheiten und dann war es das auch. Deswegen ist es unsinnig, da jetzt mehr zu benutzen, bis ich vielleicht irgendwann wirklich diesen Effekt habe, wo ich sage, ich bin jetzt voll abgedreht und oh mein Gott, ich gehe jetzt voll ab im Training. Für mich, wie gesagt, also 45 Euro für so eine Dose steht zu keinem Verhältnis. Also ich würde sagen, maximal so 20 bis 25 Euro wäre es okay gewesen. Mehr als die anderen Booster bringt er jetzt auch nicht wirklich viel.
Hätte mich jetzt auch wirklich gewundert, denn die Inhaltsstoffe, da ist jetzt nichts irgendwie was Neues dabei oder was, wo ich sagen würde, oh, das ist jetzt hier, jetzt haben die wieder neuen Stoff entdeckt. Ich muss auch dazu sagen, ich bin auch recht resistent, was sowas angeht, also vor allem Koffein. Dadurch, dass ich halt jeden Tag recht viel Koffein zu mir nehme, brauche ich natürlich da ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, man muss halt immer durch das Verhältnis sehen, was zahle ich dafür, was bekomme ich dafür. Und natürlich, wie wurde es mir angepriesen, spielt natürlich auch eine Rolle. Ja? Also wenn ich schon ein halbes Jahr vorher mega Werbung dazu sehe mit so, boah, voll krass, voll geil und der letzte Schrei und weiß ich nicht was, hat die Welt noch nicht gesehen und kostet dann auch noch so viel, dann habe ich natürlich große Erwartungen. Ja? Da sage ich mir so, okay, das ist ein Produkt, das ist wahrscheinlich dieses viele Geld wert. Und dann erwarte ich natürlich auch etwas. Und wenn natürlich die Erwartungen zu groß sind und sie natürlich nicht annähernd erfüllt werden, dann ist man natürlich am Ende natürlich noch mehr enttäuschter, als man es vielleicht wäre, wie wenn man das jetzt für günstiger bekommen würde oder wenn jemand sagen würde, hier, nimm das mal, probier das mal, ist ganz okay oder ist vielleicht okay. Auf der anderen Seite natürlich sollt ihr auch überlegen, was Trainingsbooster generell angeht. Ein Trainingsbooster lohnt sich zu kaufen oder lohnt sich nicht zu kaufen. Es ist kein Nahrungsergänzungsmittel, was man kaufen muss oder sollte. Es ist eher in diesem Bereich Spaß-Gimmick. Wenn der Geldbeutel zu viel Geld hat, kann man da ein bisschen Geld investieren. Wie viel man investiert und wie viel man investieren möchte, muss jeder selber wissen. Ihr könnt es auch gerne, wie gesagt, selber testen, ausprobieren. Wenn ihr sagt, hey, bei mir hat das schon bei einem Messlöffel super geknallt, ja, ich bin abgedriftet und weiß ich nicht was, ist okay. Klar, wie gesagt, ist halt sehr subjektiv. Ich finde es aber trotzdem immer noch für die 45 Euro zu viel. Und im Endeffekt, was Erfolg im Training bzw. Muskelaufbau und so weiter sowas angeht, dann bringt euch das rein gar nichts. Ja? Es gibt bestimmte Situationen, wo man es benutzen könnte. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen recht anstrengenden Tag hatte, wenn mir irgendwie die Energie fehlt, dann kann ich einen Trainingsbooster benutzen. Das sollte aber nicht jeden Tag der Fall sein. Und wenn es jeden Tag der Fall ist, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Ja, dann muss ich ja gucken, dass meine Ernährung irgendwie mal optimiert werden sollte. Oder ich kann es auch verstehen, wenn man irgendwie eine recht harte Diät hat, ja, wenn man in den letzten Wochen ist, wenn man kaum was isst und dann nochmal so ein bisschen an seine 100% rankommen möchte, dann kann man sicherlich auch nochmal einen Trainingsbooster benutzen, um sich ein bisschen zu pushen. Aber alles andere, vor allem wenn man noch recht am Anfang des Trainings ist, wenn man noch recht als Anfänger ist, wenn man noch recht jung ist, ich weiß, recht viele junge Zuschauer schauen gerade zu, spart euch das Geld, ja, investiert es lieber, wenn ihr Supplements kaufen müsst, in andere Sachen, ein Whey oder ein paar Aminosäuren oder Kreatin, das bringt euch tausendmal mehr als, wie gesagt, sowas. Also, wie gesagt, mein Fazit, mich hat es leider nicht so wirklich beeindruckt, ja. Ist nicht mehr als ein 0815 Booster und zu viel Geld für zu wenig Leistung sozusagen. Aber okay, wie immer, wenn ihr es schon gekauft habt, wenn ihr es schon probiert habt, dürft ihr gerne die Erfahrungen darunter schreiben. Und ja, das war es erstmal von mir. Bis demnächst.